Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, wie Sie Bildschirmfotos machen können. Sie kennen sicher den Trick mit der Taste Print Screen. Ich mache das nun. Ich drücke auf die Print Screen Taste. Ich merke zwar nichts, aber der Bildschirm wurde bereits fotografiert, in den Zwischenspeicher gelegt und ich öffne nun Word mit einer leeren Datei und mit Ctrl-V fügt es den ganzen Bildschirm hier ein. Aber ich möchte ja nicht den ganzen Bildschirm, ich möchte nur einen Ausschnitt. Klar, ich könnte nun einen Doppelklick auf das Bild machen, hier oben zuschneiden und hier das Bild begrenzen. Das ginge auch und daneben klicken, aber der Aufwand ist viel zu groß. Ich zeige Ihnen eine andere Möglichkeit. Starten Sie das Programm GreenShot. Hier beim Windows-Symbol, Geräte, GreenShot. Es passiert zwar nichts, aber es läuft bereits im Hintergrund. Man sieht es da rechts unten. Und wenn Sie ab jetzt die Taste Print Screen drücken, dann erscheint ein Fadenkreuz. Und jetzt können Sie einen Ausschnitt sofort auswählen. Ich mache das nun einmal. Ich wähle hier diesen Ausschnitt. Und im großen Kreis hier unten sieht man eine Vergrößerung. Dieses große Fadenkreuz hilft bei der präzisen Platzierung. Ich lasse die Maustaste nun los und sage, das Bild soll in den Zwischenspeicher kopiert werden und jetzt kann ich es auch mit Ctrl-V wieder einfügen. Es wäre natürlich praktisch, wenn diese Bildschirmfotos sofort in den Zwischenspeicher gingen und ich das nicht jeweils wählen müsste. Das geht so. Ich gehe hier unten auf diesen Pfeil, mache einen Klick auf GreenShot, wähle hier Schnelleinstellungen und hier Ziele und wähle hier ganz dauerhaft, dass es nicht irgendwie dynamisch gewählt wird, sondern immer sofort in den Zwischenspeicher. Und diese Einstellung bleibt erhalten, auch wenn Sie das Programm wieder schließen. Also, ich mache nun einen Screenshot oder einen Print Screen. Ich drücke die Taste. Es kommt schon wieder das Fadenkreuz mit der Vergrößerungslupe. Ich mache diesmal hier einen Ausschnitt. Das hätte ich gerne fotografiert, denn ich möchte das in einer Erklärung verwenden. Lasse die Maustaste los. Und kann nun sofort das Bild mit Ctrl-V hier einfügen, ohne Umwege. Ich brauche diese Bildschirmfotos sehr oft, denn immer, wenn ich etwas mache, das ich erst in einem halben Jahr wieder machen muss, weiß ich, ich habe es vergessen. Und so mache ich vorzu Anleitungen mit Bildschirmfotos und das geht viel praktischer, als wenn ich das Bild mit Worten beschreiben müsste. Ich habe hier ein Beispiel in Excel schon mal vorbereitet, das ist das Excel, hier ist die Anleitung zu Excel und wenn ich hier nun diese Anleitung ergänzen möchte, erkläre ich das in Excel, drücke nun Print Screen und es geht wieder wie vorhin, ich mache ein Bildschirmfoto von diesem Ausschnitt, lasse die Taste los, es ist im Zwischenspeicher, ich wechsle zu Word, hier ist die Anleitung in Word. Hier setze ich das Bild mit Ctrl-V aus dem Zwischenspeicher wieder rein, kann das in der Größe noch einstellen und meine Erklärungen dazu schreiben. Es gibt viele solche Bildschirmfotoprogrammli. Eines ist sicher auch auf dem PC installiert, leider findet man das hier nicht, aber wenn ich es suche mit der Lupe, dann findet man es sehr wohl. Schreiben Sie hier Snipping Tool, Snipping, da ist es schon gekommen, Snipping Tool. Ich mache gerade einen Rechtsklick darauf, denn es soll hier unten bei der Taskleiste immer haften bleiben. Also an der Taskleiste anheften und jetzt ist es hier unten erschienen. Jetzt öffne ich es und es erscheint dieses Fenster. Es ist ein bisschen aufwendiger. Hier muss ich jeweils sagen, ich hätte gerne ein neues Foto und zwar ein Rechteck, das ist eigentlich soweit gut. Also neu und jetzt kann ich hier ein Foto machen, es ist ein bisschen ausgegraut und sobald ich hier so
etwas aufziehe, dann wird es richtig farbig. Ich lasse das wieder los und da ist es bereits. Ich muss nun noch Ctrl-C machen, dass es in den Zwischenspeicher kommt. Oder ich glaube, es geht auch ohne. Ich probiere es schnell aus. Ich gehe da mal ins Word und füge das hier mit Ctrl-V wieder ein. Ja, es geht auch ohne Ctrl-C. Es hat es also automatisch in den Zwischenspeicher gespeichert. Das war's.